Hey Freunde, willkommen zu einem weiteren Vanilla Permissions Video. Heute werden wir den ersten Command tatsächlich umsetzen. Viel Spaß! Ja, der erste Command war laut unserer Liste der slash clear Command. Das heißt, wir wechseln mal wieder in die Bildschirmaufnahme. So, und schon in unser Notepad, das war der Clear Command. So, dafür müssen wir gleichzeitig noch das grundsätzliche ID-System ja quasi erstellen. Das ist aber nicht schwer. Dafür erstellen wir ein Scoreboard Objectives Add, und zwar selected Unterstrich ID, und das ist vom Typ selected Unterstrich ID nochmal, und das ist vom Typ Trigger. Trigger bedeutet, wir können später Leuten, die kein OP haben, trotzdem erlauben, auf dieses Scoreboard zuzugreifen, was ja letztendlich überhaupt das ist, worauf ja dieses Data Pack basiert. So, jetzt haben wir hier Selected ID. Diesen Command müssen wir unbedingt in die Load Function reinschreiben. So, in die Tick schreiben wir jetzt Hashtag activate, und zwar Scoreboard place enable heißt das entsprechende Sprichwort. Moment, wir machen das anders, wir machen dafür eine extra Function. Execute s at a tag Ausrufezeichen enable run function, und zwar erstellen wir jetzt hier eine neue Function. Das können man das hier direkt machen. New file, ja. Und zwar ja, enable heißt diese Function, nennen wir sie so. Enable.mcFunction. Und hier schreiben wir als letztes rein Scoreboard. Wir machen das als alle, die den Tag haben, damit man den nicht dauerhaft hat. So, ganz kurz speichern. Und als letztes machen wir tag at s remove enable. So, und jetzt stellen wir ein, hier müssen, oder jetzt stellen wir ein, was heißt das, hier müssen jetzt die ganzen Scoreboards enabled werden. Scoreboard players enable at s und hier wäre jetzt unser erstes Scoreboard. Das wäre also ID, wie haben wir es genannt? ID save. Quatsch. Selected ID, so haben wir es genannt. Selected ID. So viel dazu als nächstes. Ja, aber was ist mit diesem Tag zu tun hat und mit dieser extra Function, das erfahrt ihr schon noch später. Als nächstes müssen wir noch ein weiteres Scoreboard erstellen, und jetzt geht's richtig los, und zwar jetzt geht es, wir sind bei fast 5 Minuten, und jetzt geht's mit dem richtigen Video los. Jetzt geht's nämlich um den Clear-Befehl, und der heißt auch Trigger. Beziehungsweise der ist auch vom Typ Trigger.
So, das Ganze muss ebenfalls in die Load Function. Und hier würde ich auch einfach mal so machen. So, beziehungsweise, nee, Quatsch, 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 Quatsch. Das sollte dahin. So, damit das hier quasi ein bisschen abgetrennt ist, weil hier werden sich jetzt nach und nach eben die ganzen Commands auflisten. So, das Problem bei Clear ist, dass wir es nur zum Teil ja, ich sag mal, umsetzen können. Und zwar können wir nur den Slash-Clear-Befehl an sich umsetzen. Das heißt, ich kann Slash-Clear, hier kann ich zwar jeden Spieler als Selektor umsetzen, aber das dahinter, mit was geklärt werden soll, kann ich leider so einfach nicht umsetzen. Das heißt, ich kann nur quasi das ganze Inventar durch diesen Befehl klären lassen. Ist aber gar nicht so schlimm, finde ich. Ja. So, das heißt, jetzt kommt hier als nächstes Hint: Scoreboard Players enable add as clear. Nein, clear. So, das heißt, dass dem Spieler hier auch noch clear enabled wird. Und was wir gleichzeitig noch machen, ist in der Tick. MC Function, das Ganze könnten wir eigentlich langsam mal hier, das hier in eine eigene Function einbauen, aber das ist eigentlich auch egal. So. Und zwar Tag add as add enable und Function Params Doppelpunkt main slash enable. So, weiter geht's mit dem Wichtigeren und zwar ja mit dem Clear-Befehl. Ich glaube, hier reicht erstmal eine einfache Function. Ich glaube, hier brauchen wir jetzt erstmal noch keinen Unterordner. Clear.mc Function. Und die öffnen wir auch am besten direkt mal. Und ja, wir sind schon bei 8 Minuten. Ist aber nicht so schlimm. Ich denke, viel länger als 15, 20 Minuten wird das Video nicht gehen. So, Clear. Was soll der Clear-Befehl machen? Erstmal, if score at s selected ID matches 0, dann soll er machen, dann soll er dann, ja, dann soll er sich einfach selber klären, heißt das. Das heißt, wenn er quasi keinen anderen Spieler ausgewählt hat, dann soll er sich selber klären. So, jetzt kommt der spannende Teil. Was soll sein, wenn er jemanden ausgewählt hat, der geklärt werden soll? Das heißt, execute if score at s selected ID größer als oder größer gleich, genau, soweit ich das, größer oder gleich 1. Ach nein, Quatsch, das geht ja mit matches 1 Punkt Punkt. Ja, also das heißt, wenn man jemanden ausgewählt hat, dann exekutieren wir s
Wie machen wir das? Das ist ein bisschen komplizierter tatsächlich. Wir müssen. Wir müssen jetzt wieder rausfinden, wer hat quasi diesen Score, wer hat diese ID. Das heißt, wir müssen hier uns. Hier müssen wir mit einem Tag arbeiten. Zumindest ist das gerade die einfachste Lösung, die mir einfällt. Und jetzt. Ja, jetzt übernehmen wir das ja erstmal. Run. Dann machen wir S. S at A if score at S. ID ist gleich at a tag ist gleich clear limit gleich 1 selected ID run clear at s. Das müsste funktionieren. Hier machen wir mal wieder at e draus. Ja, zu Testzwecken sozusagen mache ich da jetzt at e draus, damit ich das gleich einem Amos dann testen kann. Obwohl ich könnte auch. Das werde ich in der nächsten Folge dann mal machen, dass ich meinen zweiten Minecraft-Account ranhole. So, ich hoffe, ich nehme meine Stimme auf. Ja. Okay. So müsste das funktionieren. Und dann. Tag. At s. Tag gleich clear. Remove clear. Dann Scoreboard Player Set at S selected ID 0. Und das war's, glaube ich. So müsste der Clear-Command jetzt eigentlich schon funktionieren. So, wir geben slash reload ein. Ich mache hier mal einfach mal einen Armor-Stand, den ich, glaube ich, hier erstmal für längere Zeit lasse. Scoreboard Player Set at E Type gleich Armor Stand. ID, ja, machen wir mal ruhig 5. Und jetzt. Passt auf, jetzt passiert zuerst Folgendes. Die nicht OP haben, werden trotzdem einfach machen können. Slash Trigger. Clear. Ach so, Moment, ich werde trotzdem einmal die Welt, ja, neu, betreten müssen. Wegen, dem Enable. Jetzt müsste das aber gehen. Slash Trigger, genau. Ich kann jetzt Clear triggern. Aber es passiert noch nichts. Scoreboard Objective Set Display Sidebar Clear. Der bleibt auch auf 1. Das heißt, da stimmt was nicht. Function. Main Tick kann ich aber abrufen. Das heißt, da ist kein Fehler drin. Ja, lol, ich habe das noch gar nicht eingebaut. Herzlichen Glückwunsch an mich. Execute s at a scores ist gleich. Dann machen wir hier
clear ist gleich 1 Punkt Punkt run function perms Doppelpunkt main slash clear. So muss das natürlich sein. Ach genau, hier muss noch was rein. Nämlich tag add s add enable, damit man beziehungsweise das ist eigentlich Quatsch, ich muss das nicht über die das enable Ding muss ich nicht über ein Tag machen, das kann ich das mache ich zur Vereinfachung für die Admins, aber generell werde ich das nicht so machen. Das verbraucht nämlich, wenn man Pech hat, einen Tick. Das kommt auf die Reihenfolge der Functions an. Ne, das verbraucht ziemlich sicher einen Tick. Deswegen werde ich hier einfach gleich machen. Run. Ich kann hier nämlich direkt natürlich logischerweise auch die Functions einfach aufrufen. Ich muss das nicht erst über den Umweg vom Tag machen. Ich denke mal, die meisten sollten jetzt wissen, was ich damit meine. So. Function perms main enable. So. Jetzt geben wir mal kurz ein slash reload. Es hat reloaded, das heißt, da stimmt noch was nicht. Hier fehlt auch noch was. Logischerweise selected unterstrich ID ist für mich noch gar nicht. Festgelegt. Ich habe mir das noch nie irgendwie festgelegt und deswegen. Muss ich das. Zuerst mal machen und hier werde ich das auch übrigens in umgekehrter Reihenfolge machen. Kann man hier eigentlich den hier machen? Nein, leider nicht. Das ist ein cooles Notepad-Feature. Sowas geht hier bestimmt auch. Also dass man hier so aus mehreren Zeilen dieselbe Stelle markieren kann. Ich weiß bloß nicht wie. So, und jetzt machen wir hier Remove draus. Steuerung S. Und geben einfach mal ein slash, ach nein, Moment, habe ich noch was vergessen? Kann das sein? Ich muss hier natürlich noch mir dasselbe hier wieder auf 0 setzen. Scoreboard class set at s clear 0. Obwohl, nein, hier kann ich reset machen, weil das muss ich nicht abfragen. So, jetzt machen wir hier aber den Reload. Theoretisch müsste ich mich jetzt direkt selbst klären. Mache ich aber nicht. Ich kann aber die Tick aufrufen. Das heißt, Function Perms. Die Function hier gibt es nicht, hallo. Die Function heißt einfach nur perms Doppelpunkt clear. Ja, ihr seht, ich mache auch sehr viele Fehler. Ja, jetzt aber bitte. Hat reloaded. Ich wurde geklärt und das wurde bei mir auf 0 gesetzt. Warum? Ich habe hier doch reset it as clear gemacht. Wird mir irgendwo clear auf 0 gesetzt? Nein. Also ist im Endeffekt eigentlich egal. So, ich probiere es jetzt einfach nochmal, um zu wissen, ob es funktioniert. So. Trigger clear ist dann für den, der die Permission hat. Ja. Quasi der Befehl. So, was ich auch noch vergessen habe, fällt mir gerade auf. Die Permissions muss man ja erstmal festlegen. Das heißt,
Tag ist gleich clear. Das heißt, nur wer den Tag clear hat, bekommt das Ganze auch enabled. Und ja, der Tag ist in dem Fall oder in dem Moment eben die Permission. Das heißt, wenn man die Permission für clear nicht hat, das heißt, wenn man den clear Tag nicht hat, dann kann man das gar nicht erst ja, dann kann man das quasi gar nicht erst ausführen. So. Für Selected ID habe ich jetzt auch noch die Permission Select ID festgelegt, damit ja, wenn man die Permission quasi nicht hat, dann kann man diese ganzen Commands hierfür, mit die man die Permission vielleicht eigentlich hat, trotzdem nur für sich selber ausführen. So, und jetzt add ich mir einfach mal den Tag Select ID und clear, damit ich trotzdem quasi die Permissions habe, und gebe es nochmal reload ein und dann mache ich Trigger, beziehungsweise ich kann mir schon mal Sachen hier ins Inventar holen. So, Trigger clear. Und wenn ich aber mache, jetzt mache ich mal Scoreboard Objective Set Display Sidebar Selected ID. So, jetzt mache ich mal Scoreboard Players. Nee, Quatsch, 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 Quatsch. Das soll ja mit Trigger funktionieren. Trigger Selected ID Set 5. Scoreboard Players Set at S Selected ID 5. Warum wird die direkt wieder auf 0 gesetzt? Uch, das. Ja, das war jetzt nicht das, was man sehen sollte. Warum wird die direkt wieder auf 0 gesetzt? Das muss ja hier dann liegen. Ah, hier. Lol. Dann wird die ganze Zeit das wieder auf 0 gesetzt. Okay. Reload und dann nochmal hier. Trigger Selected ID Set 5. Ist jetzt auf 5, genau. Und wenn jetzt quasi der Armor Stand oder halt ein anderer Spieler, in dem Fall hat jetzt der Armor Stand die ID 5, das haben wir vorhin festgelegt. Und wenn ich jetzt Selected ID auf 5 habe und Trigger Clear mache, ich hab das noch nicht wieder enabled. Function main enable, das muss ich noch machen. Wenn ich jetzt aber Trigger clear mache, kann ich das warum nicht triggern? Das würde mich jetzt mal interessieren. Ich habe den Clear Tag nicht mehr. Ach ja, lol, ich bin ja auch dumm. Der Clear Tag ist ja schon für die Function benutzt. Das heißt, ich mache hier einfach den Tag anders. Clear unterstrich Tick nenne ich den Tag. Also das war jetzt leider ein absoluter Fail. Es tut mir leid. Clear Tick. Das sollte es aber sein. So, jetzt nochmal. Tag at S at clear. Und die Function hier machen wir nochmal zur Sicherheit. Und wenn ich jetzt Trigger Clear mache, manchmal kann man Armor Stance nicht clearen. Das wäre jetzt mal interessant zu wissen. Ne, man kann Armor Stance nicht clearen. Okay, ich denke mal, aber prinzipiell sollte es funktionieren. Ich teste das dann mal nächste Folge, wenn ich auch meinen zweiten Account am Start habe. Ja, für die Folge, die hat wahrscheinlich schon wieder Kinolänge, ja, schon wieder 25 Minuten. Aber naja, das Datapack soll ja auch cool werden und da will ich auch dementsprechend Zeit reinstecken. Ja, aber wir sehen jetzt, der Clear funktioniert. Auch wenn wir keine OP haben, können wir jetzt Trigger Clear machen.
wenn wir das enabled haben, was normalerweise der Fall ist, können wir Trigger Clear machen. Warum kann ich das nicht machen? Das interessiert mich jetzt noch. You cannot trigger this object yet. Habe ich schon wieder den Clear Tag nicht? Ich habe vergessen, Slash Reload vorhin zu machen, glaube ich. Das kann der Fall sein. So. Jetzt. Function. Jetzt machen wir einfach. Genau, das sollte jetzt sollte es funktionieren. Trigger clear. Und wenn wir das jetzt nochmal machen, dann sollte es auch nochmal funktionieren. Genau. Also wir sehen, der Clear-Command funktioniert jetzt schon. Auch ohne, dass wir wirklich echte OP-Rechte haben. Und ja, das heißt, in unseren ersten Command haben wir jetzt. Ja, haben wir jetzt endgültig fertiggestellt, sage ich mal. Ich hoffe, euch hat das Video auch gefallen. Wir sehen uns ja hoffentlich schon morgen wieder. Ich hoffe, dass ihr wieder alle einschaltet. Bis zum nächsten Mal und ciao.